Also eine Sache, die ich jetzt schon mal betonen möchte, ist, dass wenn ich mir Objekte im Komplexen betrachte, dass ich oft eine viel bessere Einsicht kriege und auch Ideen über Sachen, die vielleicht auch nur in R gelten. Es kann ja sein, dass ich nur an reellen Funktionen interessiert bin, aber oft ist es trotzdem gut zu wissen, wie diese Funktion sich im Komplexen verhält. Ja, weil oft Sachen, die auch einen Einfluss auf R haben, die sieht man aus der Warte von R aus nicht. Also die komplexe Brille aufzusetzen, kann auch Sinn machen, selbst wenn man nur an reellen Sachen interessiert ist. Und das gilt also insbesondere hier bei Potenzreihendarstellung. Und also später werden wir noch viel, ja, viel interessantere Konsequenzen sehen. Aber jetzt im Augenblick will ich vielleicht nur darauf hinweisen, dass der Satz im Komplexen einem auch eine gute Idee gibt, warum die Potenzreihenentwicklung halt irgendwo zusammenbricht, und dass man aus der reellen Warte das vielleicht manchmal gar nicht so gut sieht, nicht? Also zum Beispiel gucken wir uns mal erst mal die geometrische Reihe an. Wenn ich mir die im Reellen angucke, ja, also die Summe über x hoch n, n von 0 bis unendlich, das ist 1 durch 1 minus x, die hat den Konvergenzradius 1. Ja. Das heißt, also ist die Entwicklung hier um 0. Ja. Und die ist ja okay von minus 1 bis plus 1. Und dann bricht sie zusammen. Und da weiß man natürlich, also irgendwie ist klar, warum die bei 1 zusammenbricht. Weil natürlich dann habe ich hier für x gleich 1, habe ich 1 durch 0. Das macht keinen Sinn. Das heißt, diese Funktion hier hat hier Probleme und dann ist natürlich schon einsichtig, dass die Potenzreihenentwicklung zusammenbricht. Ja? Okay, also das ist eigentlich gut, das ist eine Sache, da bräuchte ich das Komplexe eigentlich nicht. Aber natürlich diese Potenzreihe, die gilt jetzt natürlich auch im Komplexen, nicht? Also diese Darstellung hier, die geometrische Reihe, gilt natürlich im Komplexen. Darstellung gilt auch im Komplexen, nicht? Also dann kann ich das Ganze also einfach für komplexe Zahlen hinschreiben. 1 durch 1 minus z hat natürlich genau die gleiche Potenzreihendarstellung. Ist also z hoch n in gleich 0 bis unendlich. Nicht? Im Prinzip kann man den Beweis wie vorher machen. Wir rechnen einfach die Partialsummen aus. Ich kriege dann den Term z hoch n plus 1. Ja? Der geht halt gegen 0, wenn der Betrag von z kleiner als 1 ist. Nicht? Also das hier kann man genauso nachrechnen wie im Reellen. Also das hier gilt für alle z in C, wenn der Betrag von z kleiner als 1 ist. Ja. Das heißt also, im Komplexen bin ich jetzt nicht nur auf dem Intervall, sondern ich habe jetzt wirklich hier die Kreisscheibe mit Radius 1 um die 0 rum, für die diese Entwicklung gilt. Gut, aber okay, wenn ich also hier nur am Reellen interessiert bin, dann sehe ich im Reellen schon, warum ich hier nur einen Radius 1 wohl habe. Ja, aber jetzt ersetze ich zum Beispiel, nehmen wir mal diese Reihe her, also diese Reihe hier, und ich ersetze jetzt zum Beispiel mal das x durch minus x Quadrat. Nicht? Also wenn ich jetzt mal da oben in der geometrischen Reihe ersetze x durch minus x Quadrat, ja, wenn x Betrag kleiner als 1 hat, hat ja minus x Quadrat auch Betrag kleiner als 1, also im Prinzip kann ich das machen, das gilt dann immer noch. Und dann habe ich ja da 1 durch 1 und für minus x schreibe ich jetzt minus minus x Quadrat, also plus x Quadrat. Ja. Das hat jetzt die gleiche Reihendarstellung, ich muss nur x durch minus x Quadrat ersetzen, also ich habe hier minus x Quadrat hoch n. Also ich kriege hier eine Potenzreihe, die jetzt nur gerade Potenzen in x enthält, nicht? Also das ist dann 1 minus x Quadrat plus x hoch 4 minus x hoch 6 plus x hoch 8 und so weiter, nicht? Also immer alternierend hier minus plus und nur die geraden Glieder, nicht? Also es ist eine Potenzreihenentwicklung von der Funktion, die kann ich so darstellen. Die kriege ich einfach aus der geometrischen Reihe, indem ich da was anderes einsetze. Aber ich kann jetzt mal vergessen, wo das herkam. Und jetzt habe ich also hier diese Potenzreihenentwicklung. Die Funktion 1 durch 1 plus x Quadrat ist diese Potenzreihe. Das hat dann Konvergenzradius 1. Ja, kann man zum Beispiel wieder einfach durch die Formel ausrechnen für Rho. Oder ist ja im Prinzip klar, weil es von da oben kommt. Also diese Reihe hat den Konvergenzradius Rho gleich 1. Aber jetzt
ist nicht offensichtlich, warum diese Reihenentwicklung, wenn ich die jetzt nur im Reellen angucke, warum die an der Stelle plus und minus 1 zusammenbrechen sollte. Ne? Weil wenn ich hier plus oder minus 1 einsetze, habe ich hier mit dieser Funktion im Reellen überhaupt gar kein Problem. Nicht? Also da ist jetzt nicht ersichtlich, wo das Problem liegt. Aber natürlich, wenn ich jetzt ins Komplexe übergehe, diese Darstellung hier gilt auch im Komplexen, nicht? Also diese Darstellung, gilt auch in C, nicht? Also ich habe die gleiche Potenzreihendarstellung für die komplexe Funktion, also 1 durch 1 plus z². Ja, das ist halt wieder die Summe über n gleich 0 bis unendlich minus z² hoch n, nicht? Oder nochmal explizit 1 minus z² plus z hoch 4 minus z hoch 6 und so weiter. Und die hat natürlich auch Konvergenzradius 1. Ja? Das heißt also, ob ich das jetzt als reelle oder als komplexe Potenzreihe auffasse, der Konvergenzradius ist natürlich der gleiche, nicht? Also, weil die Formel ist ja die gleiche. Mit Konvergenzradius ρ gleich 1. Und jetzt im Komplexen wird natürlich offensichtlich, dass ich auf dem Kreis vom Radius 1 ein Problem habe. Nicht, weil, also jetzt ist die Aussage, ich habe hier eine Entwicklung um die 0 von dieser Funktion in der komplexen Ebene und der Konvergenzradius ist 1. Ja. Das heißt insbesondere, also ich habe hier die plus 1 und ich habe hier die minus 1 und da hat die Funktion keine Probleme. Aber ich habe jetzt natürlich auch hier auf dem Kreis, habe ich jetzt z gleich i liegen, nicht? Und wenn ich hier für z i einsetze, dann habe ich natürlich genau das gleiche Problem wie vorher, dann habe ich nämlich 1 minus 1 und dann ist es nicht definiert. Nicht? Also im Komplexen ist offensichtlich, warum diese Funktion hier an der Stelle i ein Problem hat. Nicht? Also warum sozusagen auf diesem Kreis hier ein Problem auftritt. Das Problem tritt halt nicht auf der reellen Achse auf, aber es tritt halt irgendwo anders in der komplexen Ebene auf. Nicht? Und diese Potenzreihen, die haben halt immer einen Konvergenzradius. Nicht? Also ich kann den größer, größer, größer machen, so einen Radius, und irgendwann gibt es halt mal Probleme irgendwo auf dem Radius, aber das Problem muss nicht unbedingt auf der reellen Achse liegen. Und wenn ich mir die Funktion nur eingeschränkt auf die reelle Achse ansehe, dann ist nicht klar, warum es hier ein Problem gibt. Nicht? Also ich mache hier das Intervall größer, 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 größer. Und bei minus 1 und plus 1 scheint das alles okay zu sein. Nicht? Aber was ich eigentlich machen sollte, ich sollte nicht das Intervall größer, ich sollte hier die Kreise im Komplexen größer, größer, größer machen, bis ich irgendwo mal auf ein Problem hier treffe. Und das ist natürlich dann hier der Radius 1. Nicht? Okay, also das wollte ich jetzt nur klar machen, dass also wenn ich auch nur an reellen Aussagen, Eigenschaften interessiert bin, sehe ich mit der komplexen Brille oft das viel besser, warum das da ist. Also auch ja, also wenn ich meine komplexe Brille aufsetze, dann sehe ich auch im Reellen manchmal mehr. Ja? Gut, okay, und später werden wir dann, das ist jetzt nur philosophisches Geschwätz. Später werden wir dann da wirklich auch, wenn wir über die Exponentialfunktion reden, werden wir da wirklich auch sehr konkrete und neue Ergebnisse rauskriegen.